daran scheitern die meisten Leute im Network Marketing. Am Wünschen. Sie wünschen sich, dass sie erfolgreich werden. Sie wünschen sich, dass sie die nächste Stufe erreichen. Sie wünschen sich, dass sie Diamond sind. Aber sie haben keinen Plan. Sie machen es nicht. Sie tun es nicht. Sie kommen nicht in die Gänge. Und das ist nicht nur im Network Marketing so. Das ist in ganz, ganz vielen Bereichen so. Ich wünsche mir etwas und komme nicht hin, weil ich die Schritte nicht setze. Ich kann ja auch nicht nach Rom fahren ohne Karte. Ich fahre ins Blaue, tschüss, und ich weiß aber nicht, wo ich hinfahre. Das funktioniert nicht. Du brauchst einen Plan, um an dein Ziel zu kommen. Mach dir einen Plan, plane deinen Erfolg. Wenn du Unternehmer bist oder wirst, dann musst du auch einen Unternehmensplan erstellen. Erstelle deinen Erfolgsplan im Network Marketing und beginne damit, was will ich jetzt erreichen in diesem Monat, was will ich in den nächsten 3 Monaten erreichen, wo will ich am Ende des Jahres hin, und setze dir diese Schritte. Was ist das Wichtigste bei uns? Das Wichtigste ist, mit Menschen zu reden. Es gibt nur diese eine Aufgabe. Den Rest letztendlich macht die Firma. Sind wir uns ehrlich, die Firma beliefert die Menschen, die Firma hat die Produkte. Wir müssen uns um nichts kümmern. Wir müssen uns um keine Produktentwicklung, um keine Auslieferung und um kein Lager, um nichts kümmern. Worum müssen wir uns kümmern? Ums Begeistern von anderen Menschen. Setze dir genau dieses Ziel. Wie viele Menschen möchte ich in diesem Monat von unseren Produkten, von unserer Philosophie, von unserem Business, wie viele Menschen möchte ich begeistern? Dieses Ziel musst du dir setzen. Und dann schau, dass du dieses Ziel erreichst, wenn du es nicht gleich am Anfang erreichst. Bitte nicht aufhören. Bitte nicht aufgeben. Nein, weitermachen. Daran scheitern auch die meisten, dass sie viel zu früh aufgeben, dass sie irgendwann mal ein negatives Erlebnis haben, dass sie ein Nein erhalten, dass sie in diese Spirale reinfallen und sich dann denken, ach, das ist eh nichts für mich. Nein, du musst weitermachen. Ein Unternehmer sperrt auch nicht am dritten Tag sein Geschäft zu, wenn kein Kunde reinkommt. Kann er nicht, weil er hat nun mal sein Geschäft. Und das ist dein Geschäft. Young Living ist dein Business, auch wenn du es nicht aufgesperrt hast. Aber in deinem Geiste musst du es aufsperren. Du musst es jeden Tag öffnen. Du musst jeden Tag für dein Team da sein, für deine Kunden da sein. Und du musst jeden Tag hinausgehen, ob es jetzt virtuell ist auf Social Media oder ob es jetzt in echt ist, in Person, um mit Leuten über deine großartigen Produkte, über die großartige Geschäftsmöglichkeit und über all das zu sprechen. Das ist es. Du darfst dir das nicht wünschen, sondern du musst es tun. Es geht immer um die Umsetzung und es geht um einen Schritt nach den anderen. Ja, du kannst dir große Ziele stecken, aber steck dir die großen Ziele nicht in zu naher Zukunft, sonst bist du enttäuscht. Du willst nicht enttäuscht sein. Du willst Erfolg haben. Du willst glücklich sein. Du willst genau dorthin kommen und du willst dir deine Träume erfüllen. Also geh Schritt für Schritt. Somit erfüllst du dir auch deine Träume. Also sei kein Wünscher, sondern sei ein Macher. So, das war's auch schon wieder. Wenn es dir gefallen hat, dann gib mir ein Like, hinterlass mir einen Kommentar und abonniere unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.